Willkommen zu einer neuen Folge Quarter Toys, meine Lieben. Heute gibt es ein ganz besonderes Spezial und zwar habe ich eine Podcast-Folge mit der Katrin von der H&H Cologne aufgenommen. Wer das nicht kennt, das ist die größte Handarbeitsmesse Deutschland, europaweit. Auf jeden Fall habe ich diese Folge zur Verfügung bekommen und diese könnt ihr euch jetzt im Nachhinein gerne anhören. Das Video bzw. die Audiodatei geht 40 Minuten. Dort lernt ihr mich kennen, dort lernt ihr was über die Messe kennen, wie ich zum Handarbeiten gekommen bin und alles drum und dran. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ihr könnt mir gerne im Nachhinein einen Kommentar schreiben, wie euch der Podcast gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wer von euch das lieber woanders hören möchte als Audio, zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer, bei whatever wo, habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Das heißt, einfach draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Anbieter. Ihr könnt es auch bei Apple Podcast hören und dann wünsche ich euch viel Spaß. Schnappt euch also einen Kaffee, setzt euch gemütlich irgendwo hin und genießt die 40 Minuten. Ja, Interview mit mir. Ich habe mich sehr gefreut, hat mir mega Spaß gemacht und mal sehen, was sich das nächste Mal so ein schöner Podcast ergibt. Zickzack, der H&H Cologne Podcast mit Katrin Schön. Über 75.000 Abonnentinnen seines YouTube-Kanals und fast 17.000 Follower auf Instagram lieben es bunt. Unter seinem Künstlernamen Kümer häkelt sich Marius Eger durchs Leben, entwirft Anleitungen, gibt Tipps und Tricks rund ums Häkeln und seinen Fans auch einen kleinen Einblick in sein Leben. Wollen Lesezeichen, gruselige Augäpfel zu Halloween, bunte Vogelfedern? Es gibt eigentlich nichts, was Kümer nicht häkeln würde. Oder? Wie er an die Nadel gekommen ist, wer seine Fans sind und was ihn antreibt, erzählt er mir hoffentlich in unserer heutigen Folge von Zickzack. Ein herzliches Willkommen nach Eisenach. Hallo Kümer. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, aber ich hoffe, das legt sich jetzt gleich ein bisschen. Ah, du bist doch eigentlich ein Medienprofi, wie wir gerade gehört haben, oder? Bist du immer noch aufgeregt vor Aufnahme? Immer noch aufgeregt. Weil es ist was anderes, jemanden so face-to-face mit jemandem zu reden, als wie wenn man zu Hause in seinem Büro sitzt und einfach Sachen für sich macht, dann ist das auf jeden Fall was ganz anderes. Aber ich denke, das wird schon gehen mit der Zeit. Meine erste Frage ist immer, du kannst leider nicht sehen, ich habe hier eigentlich auf meinem Schreibtisch so verschiedene Handarbeitsutensilien. Ein Stickrahmen, eine Schere, natürliche Wolle und die Häkelnadel, eine Stricknadel, sowas alles. Hast du ein Lieblings-Handarbeitsutensil? Ja, mein Lieblings-Handarbeitsutensil ist tatsächlich die Häkelnadel. aber es gibt natürlich auch ganz viele kleine andere Sachen, die ich gut finde. Aber Häkelnadel ist natürlich das Nummer 1 Utensil in meinem Leben einfach, tatsächlich. Das Schnittmuster. Ja, ich habe dich ja vorgestellt als Kümer. Was heißt denn Kümer eigentlich? Also Kümer heißt, also, muss ich ganz im Urschleim anfangen, in meiner ersten WG, wo ich gewohnt habe, war ich immer der Jüngste gewesen und ich hatte keinen Spitznamen, nur dass mich alle Küken genannt haben. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Spitznamen und dann hat man aus meinem Vornamen, also aus MA und aus KÜ von Küken, haben wir einfach Kümer draus gemacht und der ist bis heute geblieben. Ah, sehr gut. Und jetzt quasi dein Künstlername auch so ein bisschen, ne? Unter dem du hier im Netz unterwegs bist. Genau, der begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe ja schon ganz viel ausprobiert und habe ja angefangen. Genau, erzähl mal. Also ich habe gesehen, du hast eigentlich mit Looms angefangen, oder? Genau. Also jedenfalls das, was man auf YouTube in deinem Kanal noch sieht, denke ich, glaube ich, damit ging es so los, oder? Genau, also mit Loombands ging das Ganze los, 2013, 14, glaube ich, war es gewesen. Und ja, das war ein ganz großer Hype. Ich war geflasht, was man auf YouTube erreichen kann an Klickzahlen, an Verdienst. Absoluter Wahnsinn, aber das war natürlich ein Hype, der irgendwann natürlich auch wieder vorbei war. Und da hat mich eine Abonnentin in meinen Kommentaren angeschrieben, hat gesagt, möchtest du nicht mal probieren, damit zu häkeln? Und dann habe ich dann zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum gemacht mit 10.000 Gummibändern, habe eine Live-Schaltung gemacht und das war das absolute Highlight-Projekt, was ich gemacht habe. Schade an der ganzen Sache ist, dieser Weihnachtsbaum ist kaputt gegangen, weil Gummibänder halt auch irgendwann porös werden. Ne? Das war halt sehr schade. Die Arbeit war sehr umsonst, aber es war eine tolle Aktion auf alle Fälle. Ja.
Genau, und dadurch bin ich... Punkt, wo du dann auch gewechselt hast, sozusagen, genau. Weil du, ich habe in dem einen Video, wo du dich quasi von, da habe ich mir angeschaut, wo du von dem einen ins andere gewechselt bist quasi, also wo du gesagt hast, jetzt höre ich damit auf, aber dafür fange ich das an. Also gerade so auch ein bisschen, ne, die Sachen gehen kaputt, man steckt so viel Arbeit rein und hat dann irgendwie nichts mehr. War das ein Grund, warum du dann umgestiegen bist? Das war ein Grund, warum ich umgestiegen bin und... Ja, ich wollte auf jeden Fall diesen Handarbeitskanal oder diesen Kreativkanal weiterführen und habe dann meine 20.000 Follower damals genommen und habe gesagt, hier Leute, ich möchte jetzt anfangen zu häkeln und das habe ich dann auch gemacht, tatsächlich. Was? Und wie viele sind hier treu geblieben? Sind die alle treu geblieben? Nee, ich glaube nicht mal die Hälfte tatsächlich, weil das Publikum halt ein ganz anderes war. Ich glaube, mein Zuschaueralter damals war, glaube ich, so... Ja, ich würde sagen, ab 5-6 Jahre aufwärts bis 14, 15. Und das hat man heute so jetzt nicht mehr. Wer sind denn heute deine Fans? Wer guckt dir zu? Ich würde sagen, es geht tatsächlich trotzdem bei 10 Jahren los. Gibt es eine ganz tolle Geschichte zu. Und hört, ich glaube, bei Ü60 auf. Das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass ich männlich bin und viele Followerinnen immer für mich schwärmen und sagen, oh, du wärst so ein super Schwiegersohn. Und ich denke mir dann immer so, oh, unangenehm. Also ich freue mich schon drüber, aber ich kann immer nicht so mit Lob und so, da kann ich immer einfach nicht mit umgehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich freue mich dann natürlich trotzdem. Aber jetzt war das irgendwie dann klar, also du hast gesagt, die eine Followerin hat gesagt, probier es doch mal mit Häkeln und das hast du ausprobiert und dann hat es dich auch direkt gepackt. Oder wäre auch... Stricken oder Nähen oder irgendwas anderes in Frage gekommen? Also, das mit dem Häkeln kam in Frage, weil ich ja damals auf diesem aus dem Loom Bands halt auch Figuren gemacht habe. Und da war dann das Amigurumi... Braucht man die Häkelnadel schon. Genau, war das Amigurumi gar nicht so weit weg. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Da gab es auch ganz viele amerikanische Videos. Und dann hat mich das irgendwie gepackt. Und dann habe ich meine erste Eule gemacht. So ein kleiner, runder Ball mit Flügeln, mit aufgeklebten Augen und gefüllt mit Krepppapier. Und die habe ich heute noch, weil das einfach so ein Eyecatcher war, was daraus entstanden ist und was daraus geworden ist einfach. Ja. Wenn du jetzt jungen Menschen erklären solltest, was so geil am Häkeln ist, was würdest du denen sagen? Puh, ja. Das kommt natürlich darauf an, welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich denke, junge Mädels kann man mit Tops, Oberteilen und allem sehr begeistern, weil es schnell geht, es ist einfach und hauptsächlich Amigurumi lieben junge Menschen, weil du kannst alles daraus zaubern und das merke ich ja auch. Das muss man nochmal erklären vielleicht für die nicht so die Insider sind, das sind so kleine Figuren quasi. Genau, Amigurumis sind kleine, niedliche Figuren, die niedlich aussehen, die hübsch sind und was man einfach anfassen will, weil es so niedlich ist. Ja, so würde ich es beschreiben. Und was ist so deine Motivation? Was ist in dem Moment, wo du Projekte häkelst und so, bist du, hörst du Musik dabei oder bist du ganz für dich? Oder ist es schon so automatisch, dass du irgendwie einen Film dabei guckst oder so? Oder? Ich fange tatsächlich meinen Tag mit Netflix an. Mit der Häkelnadel natürlich. Und dann versuche ich immer ein bisschen was für mich zu machen, ein bisschen Sport zu machen. Dann geht es ins Büro. Und im Büro fängt es dann beim Podcast an und Musik, alles. Eigentlich alles, was so ein bisschen, was auf die Ohren geht, sage ich einfach mal. Das gönne ich mir dann einfach. Also ganz ruhig geht gar nicht. Kann ich nicht mit leben. Ich brauche immer irgendwelche Geräusche, weil das schon sehr einsam ist, muss ich sagen, selbstständig zu sein. Eine links, eine rechts. Genau, du hast jetzt gerade gesagt, du bist selbstständig. Das heißt, man kann eigentlich sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, oder? Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich muss dazu sagen, es war ein sehr, sehr schwerer Weg, harter Weg mit vielen Tränen, mit viel Schweiß und mit viel Mühe. Aber jetzt kann ich hier sitzen und habe tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, weil ich mich einfach freue, dass ich davon leben kann und glücklich damit bin. Das kann ich einfach nicht beschreiben in Worte. Das ist wunderschön. Und ich würde es jedem anderen auch gönnen. Ja, wie alt warst du, als du, also das klingt ja so, dass du einfach mal angefangen hast, wahrscheinlich mit den Looms hast mal Videos gemacht, hast festgestellt, oh, mit YouTube und mit Followern, wow, man kann Geld verdienen. Und wann kam der Switch, wo du sagst, so jetzt setze ich alles auf eine Karte und jetzt probiere ich da wirklich meinen Lebensunterhalt mit verdienen? Oder war das so ein fließender Übergang? Nee, tatsächlich nicht. Die Häkelvideos kamen natürlich am Anfang nicht so an, weil es musste erstmal jemand wissen, aha, er macht ja jetzt doch hier was mit Wolle und ja, man häkelt, das ist ja wunderschön. Sondern ich habe dann auch angefangen, nebenbei schriftliche Anleitungen zu entwerfen.
dachte für mich auch, dass das für mich totales Chaos wird und ich schaffe das nie. Aber ich habe mich nicht darauf verlassen, mir andere Anleitungen anzugucken, sondern ich habe tatsächlich von null angefangen, habe meinen eigenen Schriftstil entwickelt und ich würde nicht sagen, dass ich so wie, man klappt ein Handarbeitsbuch auf und da sieht man halt die ganzen Abkürzungen. Ich schreibe alles auf, ich mache das so anfängerfreundlich, dass auch wirklich jemand, der von YouTube kommt, einfach sagt, hey, boah, ich habe deine Anleitung verstanden. Und das habe ich einfach für mich dann auch als Copyright sozusagen für mich entdeckt, einfach, dass es gar nicht so eine schlechte Idee war, dass ich wirklich von Grund auf alles aus meinem Kopf entworfen habe. Und ja, jetzt müssen wir zurück zum Thema kommen. Ich schweife nämlich immer gerne ab. Das wollte ich also dazu nichts. Sagen. Dafür, das ist ja im Podcast-Format gar kein Problem. Das ist doch wunderbar. Spannend. Ja. Genau, und habe da meine erste Anleitung veröffentlicht. Jetzt muss ich dazu sagen, es war ein copyright-geschütztes Produkt und zwar ein Minion, ein Schlüsselanhänger. Den hatte ich dann am ersten Tag 30 Mal verkauft. Dann habe ich natürlich gleich von Leuten, die schon länger in der Szene sind, die Rüge bekommen. Das darf man nicht. Wieder runtergenommen. Und dann habe ich die Schneeeule gehäkelt. Und das ist auch bis heute mein absolut beliebtestes Produkt. Obwohl der Hype mit Eulen damals schon vorbei war, habe ich bis Ende 2016 dann die Eule schon 160 Mal verkauft. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich will entwerfen. Ich will, ja. Und da ist es bis heute bei geblieben. Und ich freue mich einfach, dass es so gekommen ist. Obwohl mein Werdegang ein ganz anderer war tatsächlich. Und zwar, was wäre denn der Plan B gewesen? Na, ich würde eher sagen, es war der Plan davor gewesen. Ich habe eine Ausbildung zum staatlich geprüften Kosmetiker gemacht und wollte eigentlich auch dort Fuß fassen, weil mir einfach Make-up und Schminken und alles, das lag mir alles. Aber ich habe hier in meinem Ort, wo ich hier wohne, in Eisenach, leider keine Möglichkeiten gehabt, null. Also ich habe mich in 6 Studios beworben. Das sind auch die einzigen 6, die es hier gab. Und da kam von, wir nehmen keine Männer und wir haben nur eine Toilette für Frauen. Da war alles dabei und ja, dann musste irgendwas Neues her und ich bin Designer geworden. Okay, also aber was Kreatives, das war immer klar, dass du irgendwie in so eine Richtung willst. Ne? Ja. Beschreib doch mal, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag aus? Du hast vorhin schon gesagt, ne, du startest mit Netflix und so, aber weil ich glaube, viele Leute machen sich keine Vorstellung davon. Die sehen nur das Video und denken, ach naja, Viertelstunde Video, so einen Job will ich auch haben. Ja. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Also vielleicht magst du das mal beschreiben, so gerade so, wie so ein Video entsteht, was musst du dafür alles machen? Ja, also ich versuche mal so ein bisschen das anzuschneiden, weil es schon sehr komplex tatsächlich ist. Und da kann ich auch wieder aus meinem privaten Kreis sprechen. Viele, die denken, ich sitze zu Hause, häkel ein paar Maschen und dann ist das Ding Geschichte. Mhm. Aber es gehört einfach, eigentlich bin ich ein ganzes Unternehmen in einer Person. Das fängt an, ich muss ich muss ein Produkt mir einfallen lassen. Was kommt gerade gut an? Was ist gefragt? Dann mache ich mir einen Plan dazu. Manchmal mache ich mir auch Skizzen, auch wenn ich die im Nachhinein selber nicht mehr erkenne, weil ich so schlecht im Zeichnen bin. Mache mir Notizen und dann geht es los. Nadel in die Hand und dann fange ich an, einen Prototypen zu häkeln. Und wenn der fertig ist, häkle ich das Ganze nochmal. Also wenn es jetzt angenommen ein Tuch ist und es hat mehrere Muster, dann nehme ich danach die Anleitung auf, das heißt, ich schreibe die mit. Danach mache ich Anleitungsbilder, dann tippe ich die Anleitung ab. Die muss konvertiert werden, das ist ja auch weder Plattform, weder was anderes. Die wollen eine PDF, die wollen ein Word-Dokument, die wollen das und das. So, dann muss ich meine Portale mit bespielen. Und dazu kommt halt noch, dann musst du Vorschaubilder machen, die müssen auch wieder bearbeitet werden. Dann das YouTube-Video abdrehen. Das sind manchmal 50 Schnipsel, die man in einem Video schneiden muss, was manchmal über eine Stunde geht. Also machst du das auch alles noch selbst? Alles noch selber. Weil ich habe noch keinen gefunden, der die Materie umsetzen kann, wenn er nicht damit zu tun hat. Also ich glaube, das ist auch für einen Cutter gar nicht so einfach. So, dann muss ich die ganzen Sachen bewerben. Dann muss ich dafür Werbung machen bei Facebook, whatever, auf meiner Seite, Newsletter und so weiter. Also es ist alles in allem ein komplexes Paket. Also es ist schon ein Job, ne? Also weil das ist ja, glaube ich, die Menschen deiner Generation, die haben dafür ein Gefühl, dass das wirklich auch Arbeit ist. Ja. Man sagt, man ist irgendwie Content Creator, Influencer und so. Vielleicht meine Generation und älter, die können sich das manchmal noch so gar nicht vorstellen, ne? Dass das wirklich ein Fulltime-Job ist. Ja, ne? Wenn ich zum Beispiel zu einem Geburtstag bin und die Leute fragen, was machst du? Und ich sage Content Creator
oder Influencer, dann sagen die Leute zu mir, wie, damit kann man Geld verdienen und nur ein paar Fotos machen. Und dann denke ich, dann kriege ich eigentlich nur einen dicken Hals und denke mir immer so, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was dahinter steckt, redet das nicht so runter. Und deswegen, ich würde nie da irgendwas dagegen sagen, weil ich weiß, was das für ein Job ist. Das ist einfach ein Fulltime-Job. Und da reichen keine 8 Stunden am Tag. Und das sieht aber keiner. Aber ich bin es tatsächlich auch leid, mich zu erklären einfach. Ja, ja, klar. Das macht keinen Sinn. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, du denkst dir ein neues Produkt aus und so, wie kommst du auf deine Ideen? Also was inspiriert dich? Was inspiriert mich? Das ist eine gute Frage, weil das kommt immer auch recht spontan. Das fängt an, ich gehe in den Baumarkt und sehe dort ein Gartenzwerg stehen. Dann fotografiere ich den ab und dann setze ich mich zu Hause hin und denke mir so, eigentlich kannst du den 1:1 so häkeln, wie der da steht. Und dann häkle ich den und da kommt tatsächlich am Ende ein ganz anderes. Also das machst du wirklich aus dem Kopf. Da machst du dir, also sozusagen das erste machst du wirklich aus dem Kopf und guckst, genau, das kommt einfach. Ich habe jetzt über die Jahre so viele Sachen in meinem Kopf. Ich weiß, wie ein Oval gehäkelt wird. Ich weiß, wie lange ich meinen Arm häkle. Das ist so drin. Deswegen fällt mir das wirklich tatsächlich sehr leicht. Aber ich mache natürlich auch außer Figuren auch noch alles andere. Einfach, worauf ich Lust habe. Das fängt ja bei Deko an. Was häkelst du am liebsten? Was ist so, ja, momentan, wo hängt das Herz am meisten dran? Momentan bin ich tatsächlich irgendwie so an Klamotten, also an modischen Sachen häkeln. Genau. Und das fällt mir tatsächlich gar nicht so einfach wie Figuren. Und wenn ich mit anderen Designern spreche, sagen die immer genau das Gegenteil. Die sagen, so ein Oberteil ist doch rucki-zucki gemacht. Aber mir fällt das tatsächlich schwerer. Und auch so komplexe Sachen wie mit den Größen, wie sich das mit dem Garn verhält, das ist für mich tatsächlich wie ein Neuland. Aber ich glaube, ich möchte wirklich in Zukunft auch weiterhin vielseitig sein und ich möchte viele Menschen ansprechen und nicht nur Leute, die halt nur Figuren häkeln. Bin halt nicht ich bin halt alles. Also ich liebe alles, ich mache alles und ich mache vor allen Dingen das, worauf ich Lust habe. Das ist halt mir auch sehr wichtig. Ja, gäbe es andersrum auch ein No-Go? Irgendwas, wo du denkst, ach Gott, das würde ich also... Da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Wenn jetzt Leute mir zuhören, die mich schon länger kennen, die wissen, ich habe immer gesagt, stricken, das mache ich nicht und so. Aber ich stricke tatsächlich, muss ich gestehen, in meiner Freizeit recht viel. Da stricke ich mal einen Pullover, aber irgendwie bin ich am Sockenstricken. Das ist irgendwie so meins, so nebenbei auf der Couch oder im Urlaub. Ich habe immer Nadeln im Urlaub dabei und stricke eine Socke. Das liebe ich tatsächlich. Ja. Kann man Socken besser häkeln oder stricken oder ist das nur eine Vorliebe oder... Ich denke erstmal, es ist eine Vorliebe und das Sockenhäkeln ist gar nicht so bekannt, finde ich, wie das Sockenstricken. Alle stricken Socken, obwohl die Haptik wirklich schon ein bisschen feiner und sauberer und schöner irgendwie ist. Lässt sich, glaube ich, auch besser tragen. Aber ich habe selber schon Socken gehäkelt, auch eine Anleitung zu erstellt und ich muss sagen, ich finde das sehr schön. Gehäkelte Socken. Jetzt hast du gerade gesagt, Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, das heißt, du postest ja recht viel auch auf Insta und gibst auch ein bisschen, sage ich mal, Einblick in dein Leben. Was denkst du denn auch gerade, also wie privat darf es sein und wo ziehst du auch eine Grenze, wo du sagst, nee, das ist jetzt auch wirklich, da bleibt der Marius auch Marius? Sehr gute Frage, habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich denke, mein Privatleben bleibt größtenteils privat, weil das für mich auch eine Zeit ist, wo ich einfach mal ausschalte, das Handy wegtue. Dann bin ich halt mit meinem Freund unterwegs, dann mache ich mal einen Post, dann bin ich unterwegs. Aber sonst ist das für mich privat, auch was jetzt Liebe, Beziehung und alles sowas angeht, das ist meins. Und das bleibt halt auch bei mir, ganz einfach. Weil die Leute wissen schon recht viel über mich, muss ich sagen. Was für mich auch okay ist. Ist ja auch so, ne, was man manchmal so einfach nebenbei sagt, vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Ja. Oder irgendwie, ich habe in den letzten Tagen einen Blick in deinen Kühlschrank geworfen. Das fand ich auch sehr lustig. Das sagt ja auch ein bisschen was über einen aus und so. Und deshalb die Frage so, das ist alles okay. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, macht man irgendwo ja dann auch einen Cut und sagt. Genau. Das ist dann auch, weil es ja ein Job ist. Ne? Man nimmt ja sonst, wenn man jetzt Bankkauffrau ist oder sowas, nimmt man die Bank ja möglichst auch nicht nach Hause. Ne? Ja, aber ich sehe das mit dem Privaten auch so ein bisschen so, ich möchte meine Follower halt auch unterhalten. Und ich denke, dass man so auch zu Followern und Kunden eine bessere Bindung aufbauen kann, wie wenn man jetzt wirklich stupide Anleitung postet, aber man gar nicht weiß, wer ist die Person. Und was auch noch ein Vorteil ist, ich kann vielleicht, wenn ich irgendwann mal sage, hier Leute,
ich habe keinen Bock mehr zu häkeln, ich möchte jetzt gerne stricken oder ich möchte jetzt gerne nähen oder ich möchte irgendwas anderes machen, dann sagen die Leute, hey, wir finden dich sympathisch, wir mögen dich und deswegen folgen wir dir und nicht nur, weil du halt häkelst. Ich habe zum Beispiel auch Follower, die sagen, ich möchte dir nicht ich folge dir eigentlich nur, weil ich deine Instagram-Story so lustig finde und mich das irgendwie aufheitert jeden Tag. Und dann sage ich, oh, das freut mich, das finde ich schön. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch immer von vielen anderen Designern, die halt auch mal, ich möchte halt auch mal sehen, was bei denen so los ist. Was machen die nebenbei so? Natürlich muss man immer unterscheiden, wer möchte das nicht. Machst du das beruflich, machst du es nicht beruflich? Das muss man halt so unterscheiden, aber so hat halt jeder seins. Ne? Ich mag das, was ich mache. Eigentlich geht es sozusagen in beide Richtungen wahrscheinlich, ne? Kunden zu Fans machen oder vielleicht dann auch Fans zu Kunden machen quasi, die es dann ausprobieren und so, ne? Ja, sehr schön. Ein Projekt, ein Projekt. Ja, nächstes Jahr zu H&H Cologne gibt es die Bulinale, ein erstes Jahnbombing-Festival. Ist sowas auch was für dich? Also magst du auch mal den Laternenpfahl umhäkeln oder hast du sowas schon mal gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Da hast du jetzt ein Thema angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, dass ich in der Jury mit bin. Von der Bulinale. Du bist in der Jury. Ja, cool. Ja, mega. Ist das jetzt dann offiziell? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon sagen durfte. Das ist, genau. Ja, glaube ich, können wir drüber sprechen. Ich habe mit Elke und David auch schon einen Podcast aufgenommen. Genau. Also von daher, ich glaube, das können wir verraten, okay, dass du in der Jury sitzt. Ja, mega. Ja, ich freue mich sehr. Deswegen wusste ich jetzt gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren sollte. Aber schön, ja, genau. Ich bin dabei und Ich freue mich, dass die Leute halt jetzt auch mich sehen einfach. Ich freue mich, dass die Leute auf mich zukommen. Ich bin nicht so jemand, der Firmen anschreibt oder aufdringlich, also was heißt aufdringlich. Ich freue mich halt, weil ich weiß, dass meine Arbeit gewertschätzt wird und die Leute auch sehen, dass ich da bin. Und das ist schön, ja. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch bei der Bulinale dabei. Sehr cool, prima. Ja. Dann freue ich mich ja doppelt, dass wir uns dann nächstes Jahr auch sehen. Und bin ich gespannt, wie hart du bewertest, was die Leute so einreichen. Ich bin selber gespannt, was auf mich zukommt, ja. Ja, wir werden ja Künstler aus der ganzen Welt dabei haben. Also bin ich mal gespannt, was da an Kunst aus Wolle und Garn zu uns kommt. Ich auch, ja. Also abgesehen jetzt von diesem Projekt, hast du denn so ein Handarbeits-Lifetime-Projekt, irgendwas, wo du denkst, oh Gott, wenn ich die Chance bekommen würde, das würde ich mal total gerne machen. Oder vielleicht irgendwas Privates, ne? Manche träumen ja von einer Weltreise oder sowas. Gibt es da irgendwas? Also ich würde tatsächlich wirklich gerne mal ein Buch schreiben. Aber dieses Buch soll nicht irgendein Häkelbuch sein oder ein Handarbeitsbuch, sondern ich glaube, was ich mir so vorgestellt habe jetzt für die nächsten Jahre, ich meine, ich bin jetzt in zwei, drei Jahren bin ich jetzt 10 Jahre dabei und ich glaube, zu dem 10-Jährigen möchte ich gerne ein Buch veröffentlichen übers Häkeln von meinem Anfang bis jetzt mit Anleitung, mit persönlichen, weil ich werde auch immer öfters gefragt, hast du nicht mal ein Buch, wo deine Anleitungen drin sind? Ich so, nee, tatsächlich nicht. Aber das wäre was ich, da würde ich für brennen auf jeden Fall, für ein richtig tolles Buch einfach, ja. Also so eine Mischung aus Geschichten, Anekdoten, Anleitungen, ein bisschen Tagebuch vielleicht, irgendwie so in die Richtung. Ja, genau. Ach, sehr spannend. Ja. Naja, vielleicht haben wir ja einen Verlag, vielleicht hört ja jemand zu und das wäre super. Ah, das kann ich gut verstehen. Ich bin ja also, ich mache ja beruflich die H&H und meine private Kreativität liegt ja eher im Schreiben. Das heißt, also ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte mal einen Krimi schreiben. Jetzt sind es schon 3 geworden, deshalb kann ich das sehr nachvollziehen. Mit der Buchleidenschaft, das ist wirklich toll. Da drücke ich dir die Daumen und ich bin gespannt, das wird bestimmt was. Ja, schauen wir mal. Genau, gibt es sonst noch was? Ja, ich bin immer noch kräftig am Wohnung suchen. Ich möchte gerne umziehen. Und zwar ist das jetzt, seitdem ich selbstständig bin, wäre das 3. Mal. Ich möchte mich nämlich wieder vergrößern. Ich brauche mehr Platz einfach. Ich habe jetzt schon ein recht großes Büro, aber ich weiß nicht, wie es machen soll. Ja, aber in deiner Base in Eisenach oder auch woanders hin? Nee, in der, schon in, um Eisenach.
gerne auch nach Erfurt, unsere Landeshauptstadt. Das wäre der absolute Traum. Da kann ich mir halt auch immobilientechnisch sehr schöne Sachen vorstellen. Aber drei Räume müssen es sein. Ich möchte gern ein Zimmer, wo meine ganzen Regale voller Wolle sind. Und ich möchte ein Zimmer, wo ich meine Arbeit verrichte, Videos drehen und so weiter. Und ich glaube, ich möchte einen Raum haben, wie eine Art Atelier, wo ich meine ganzen Sachen einfach ausstellen kann und mir selber angucken kann oder halt auch mal Gäste einfach einladen kann, die sich das angucken können. Okay, also der Weg geht weiter. Ja. Also das ist, du siehst da auch deine Zukunft weiter in dem Business und ja. Handarbeiten hat für dich dann auch eine persönliche Zukunft. Ja. Das ist ja toll. Ja, prima. Was denkst du denn so über die Branche? Wie siehst du die im Moment? Wie ist es mit Nachwuchs? Was beobachtest du da bei deinen Fans und Followers? Interessieren sich die jungen Leute fürs Handarbeiten oder ist es schwierig? Oh, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Also, was die Handarbeitsbranche angeht, ich glaube, die haben es schwer wie alle anderen Menschen auf der Welt momentan. Überall. Gerade wahrscheinlich richtig hart, nicht nur die Corona-Zeit, sondern das, was jetzt gerade momentan ist, auch. Das geht mir tatsächlich auch so. Da hilft aber auch nur Werben, 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 Kurbel, Kurbel, Kurbel. Das ist einfach so. Man muss immer präsent sein, man muss da sein. Und ich hoffe, dass A und O sind, glaube ich, Neuheiten. Neuheiten müssen, egal ob das beim Garn, bei Strick- und Häkelnadeln, da muss was Neues her, weil einfach alle, die Social Media machen, Influencer, Autoren, die wollen immer was präsentieren, was Neues zeigen. Und das finde ich halt auch wichtig. Und ja, ich denke, es wird der Branche wieder besser gehen. Ich finde aber, dass viele Branchen oder sag mal, viele Hersteller mehr Social Media machen müssten. Und sie müssen halt auch unterscheiden, ob das jemand hobbymäßig macht und jemand das beruflich macht. Weil ich habe wirklich viele Garnhersteller oder auch viele Färber, die kommen auf mich zu und sagen, ja, zeigst du mal meine Wolle in deiner Story oder machst du mal ein Video drüber. Und dann sage ich halt auch, Leute, ihr habt von mir Nährwert, ich habe zwar euer Produkt, aber das muss ich auch absetzen und ich muss dafür auch meinen Soll leisten und ich habe im Endeffekt nichts davon, außer dass ihr neue Kunden vielleicht habt. Aber das verstehen ganz viele nicht und ich sage das auch bei meinen Kollegen, dass ich sage, ihr könnt nicht überall schreien, hier, ich habe Wolle, ich will Wolle, ich will Wolle, weil davon kannst du deinen Unterhalt nicht bezahlen und so geht es mir. Ich bin selbstständig und ich muss gucken, was ich mache und das sehen auch viele Firmen jetzt noch nicht so ein. Ich finde, dass es tatsächlich mit ausländischen Firmen leichter geht. Und die sind da auch kompromissbereiter und kommen auch auf einen zu, was das angeht. Also die schreiben nicht einfach, ja, hier, Wolle, mach's Video, gut ist. Sondern die sagen auch hier, wir haben Budget, wir haben das zur Möglichkeit. Und ich habe auch feste Firmen, mit denen ich wirklich fest Kooperationen mache, hinter denen ich auch stehe und was ich auch gut finde. Und ja, da fehlt mir in Deutschland noch bei den Firmen so ein bisschen. Aber vielleicht kommt es. Ja, ich glaube, das ist dieses Thema, ne? Also so Instagram auch als Vertriebskanal zum Beispiel, überhaupt die sozialen Medien als Vertriebskanal, das ist sich noch am entwickeln. Ne? Ja. Wir haben einerseits noch so eine ganz klassische Fachhandelsstruktur mit Einzelhändlern und so, genau. Aber ne, gerade deine Generation, die danach kommt, die informiert sich anders, kauft woanders, hat, sage ich mal, auch vielleicht weniger Berührungspunkte. Manche sagen ja auch immer noch, nein, ich muss das anfassen, ne? Ich muss das Produkt erstmal fühlen und ne, andere sagen, ach komm, ne, sieht gut aus auf dem Foto, bestelle ich jetzt irgendwie. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich auch ein Generationenthema. Und einfach, da gibt es ja wieder YouTuber wie mich, sage ich mal, die machen dann ein Unboxing-Video und dann packen die Wolle aus und dann greife ich die und ich fühle die und ich zeige die in der Nahaufnahme und dann sieht man schon, wie schmackhaft ich das mache, weil es wirklich einfach tolles Garn ist und das zeige ich halt dann auch. Und da würde für mich als Firma doch einfach nur so ein, hey, wir haben jetzt keine Möglichkeiten, groß im Handel zu verkaufen. Hey, wir schicken dem Kümer jetzt einfach ein Testpaket. Und dann kann ich ja von mir aus immer noch sagen, hier Leute, ich mache das, weil ich fand das nett von euch, dass ihr mir das geschickt habt. Aber in Zukunft können wir ja mal über eine Kooperation nachdenken, eine längerfristige. Aber das ist noch nicht so. Es ist leider noch nicht so. Ja, vielleicht auch da. Vielleicht schubsen wir den einen oder anderen heute. Ja, tatsächlich. Ein bisschen an. Ja. Ne? Genau. Laufmaschen und auftrennen. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, ne, dann packt man was aus und dann ist was Schönes drin. Aber also ich habe ja ein bisschen gespinst, ich habe gesehen, auch manchmal hast du schon was ausgepackt, was du bestellt hast. Ja. Das
war nicht so super, ne? Oder? Also das heißt, was ist denn, hast du super, oder hast du eine Geschichte, wo schon mal so, wo du richtig ins Klo gegriffen hast mit was, was du bestellt hast oder was gemacht hast? Ganz, ganz schrecklich. Und zwar, ich teste mich ja auch selber mal ein bisschen aus und viele finden das nicht gut, weil ich halt zum Beispiel in China bestelle, aber das mache ich halt, das soll dann halt schon ein bisschen lustig sein, wenn ich so ein Video mache, ne? Dann habe ich zum Beispiel bei Wish bestellt und es war absolut gruselig. Absolut gruselig, einfach nur ein paar Garne rausgesucht, bestellt, kam dann auch früher als 6 Wochen Lieferzeit erwartet an und dann mache ich dieses Paket auf und dann dachte ich schon so, boah, nee, eigentlich müsstest du einen Mundschutz aufsetzen, das hat so schrecklich gerochen. Und das Allerschlimmste war, jedes Garn von einer Marke war in Plastik eingepackt und diese 3 Garne, die ich dann zum Beispiel von der einen Firma bestellt habe, waren nochmal in einer Plastiktüte eingepackt und dann denke ich mir so, Leute, warum einfach nur, warum macht ihr das? Und das schlimmste Garn war, das hat gerochen wie nasses Handtuch. Natürlich war das irgendein Acrylgarn wahrscheinlich, aber schrecklich. Ich habe alles weggeworfen und dann haben mir die Leute als Kommentar noch geschrieben, Kümer, schick mir doch einfach die Garne, das ist kein Problem, ich nehme die. Aber das kann ich mit meinem Herzen nicht vereinbaren, tatsächlich. Das ging einfach überhaupt nicht. Schrecklich, schrecklich. Aber einmal und nie wieder, ganz klar. Ist denn so ein Thema Nachhaltigkeit und sowas, ist dir das wichtig? Oder wie beurteilst du eine Qualität von einem Garn? In erster Linie über die Haptik und wie du es verarbeiten kannst oder auch, sag ich mal, wie es hergestellt wurde oder so? So, das ist bei mir noch nicht so das Thema. Liegt aber daran, dass ich ein Mensch bin. Ich sehe ein Garn und dann ist es das Garn. Ich gucke da nicht, oh, ist das jetzt ein Pulli-Garn? Ist das jetzt ein Schuhgarn? Oder ist das jetzt, ist mir im ersten Moment tatsächlich egal. Schlimm wahrscheinlich für manche Zuhörer, aber ich sehe das immer so, auch weil mich viele Leute darauf anschreiben, häkelt mit was ihr möchtet. Was ich mache, mache ich für mich und ich habe alles. Ich habe vom handgefärbten Schafsgarn, Alpaka, ich habe alles zu Hause und ich merke selber, wenn ich Sachen mache, dann versuche ich schon darauf zu achten, wenn ich die selber trage, dass es gutes Garn ist und wo ich weiß, wenn ich ein Pulli-Garn wasche, dann ist das wahrscheinlich nach 3-mal Waschen kaputt. Ist einfach so. Also ich sag mal, ich finde das ja nur ehrlich, dass du das so sagst und gerade je nach Projekt ist es ja auch unterschiedlich. Genau. Ne? Man kann ja auch, sag ich mal, gute Absichten haben, aber es eignet sich ja nicht jedes Garn für jedes Projekt. Genau, und also ich finde einfach, dass es auch sehr schöne Pulli-Garne einfach gibt und wenn ich das trotzdem deswegen trage, ist das ja, finde ich das gut für mich und natürlich ist es gut, dass ich das kaufe, aber ich bin da aufgeschlossen und wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Vielleicht sage ich dann auch hier nur noch Natur. Nur noch aus der Umgebung. Ja, aber ich sag mal, Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur unbedingt Natur. Es kann ja auch sein, dass es ein recyceltes Garn ist. Nachhaltigkeit heißt ja auch einfach was Schönes für sich machen und es nicht nach einmal tragen wegwerfen, sondern ein Lieblingsstück haben und es ganz lange tragen. Das fällt ja auch alles unter Nachhaltigkeit. Ne? Und da finde ich, unter dem Aspekt hat unsere Branche da ja schon ziemlich viel zu bieten. Die H&H Cologne und ich. Ja, jetzt bin ich Director der H&H Cologne. Da muss ich dich natürlich auch nach der Messe fragen. Kennst du sie überhaupt? Warst du schon mal bei uns? Also ich kenne die Messe seit, ich würde sagen, 4 Jahren. Habe mir das immer in Instagram-Stories von anderen angeguckt und dachte mir immer, oh, da musst du auch hin. Dann kam natürlich das leidige Thema Corona dazwischen. Ja. Und ich hatte mich schon vorbereitet. Ich habe mir Schuhe umhäkelt und ich habe mir eine Hose gemacht mit so Fetzen, wo ich dann gehäkelte Sachen. Ich war schon einfach perfekt drauf vorbereitet. Naja, ich war letztes Jahr dann da und habe tatsächlich, ich war enttäuscht. Mein erstes Mal war ich enttäuscht. Ja. Tatsächlich. Ich habe darüber auch in meiner Instagram-Story gesprochen und ich habe auch viele böse Kommentare bekommen. Ich habe aber tatsächlich auch Firmen bekommen, die auf mich zugekommen sind und mir ihre Meinung dazu gesagt haben, wieso, warum. Und das fand ich dann schon wieder so einfach Herzmoment, weil es kann ja einer Firma auch eigentlich total egal sein, was ich denke. Natürlich habe ich jetzt keine kleine Reichweite, aber das fand ich schon wieder total, das ist so ein Pluspunkt in meinem Herzen, wo ich mir schon wieder denke, komm, wir machen eine Kooperation. Das ist einfach so lieb, dass sie mir das schreibt. So, jetzt kommen wir wieder zur Messe. Ich war auf der Messe und habe tatsächlich keinen Kollegen von mir getroffen. Hm. Gar keinen. Dieses Jahr leider nicht so ganz repräsentativ. Es war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht einfach. Aber ich kann dem Ganzen auch was Gutes absprechen, weil ich habe dadurch Firmen kennengelernt, von denen habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Und die, mit denen habe ich dann so gesprochen und die haben gesagt, ja, hier, pass auf, wir schicken dir einfach mal ein Garnpaket und wir machen mal eine schöne Kooperation. Ich habe gesagt, das finde ich gut. So kann ich euch vielleicht ein bisschen in Deutschland bekannter machen. Und das war, ich habe so viele neue Firmen kennengelernt und Visitenkarten bekommen, dass ich sage, hat ja auch was Gutes. Wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Vielleicht komme ich dann gar nicht erst an den Stand ran. Weiß man ja nicht. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das war ein bisschen schade. Wir waren ein bisschen, ja, 2, 3 Wochen oder 4 Wochen später hätte alles vielleicht wieder noch ein bisschen anders ausgesehen. Ja. Deshalb sind wir sind aber trotzdem froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Und die, die da waren, glaube ich, waren auch froh, dass sie da waren und ne, dass wir den Restart gemacht haben. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass sie dann zu alter Stärke wieder zurückkehrt. Aber im Moment sieht alles ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr wieder eine schöne H&H-Cologne haben. Gehst du denn gerne auf Messen? Ist das was für dich? Ich gehe gerne auf Messen, wenn, ich glaube tatsächlich, wenn es speziell nur um Handarbeitsthemen geht. Ich war auf einer Hobby- und Handarbeitsmesse, aber irgendwie waren da 3, 4 Wollstände. Da war ich in Frankfurt, vor Kreativ, irgendwas Kreativia oder so hieß die, glaube ich. Nee, das war gar nicht so meins. Also ich glaube, die H&H war für mich schon auch vom Sehen, vom Fühlen, das war schon einfach meins und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Und jetzt muss ich nochmal einlenken, 1, 2 Hersteller deutscher kannte ich doch tatsächlich. Nicht, dass ihr zuhören und sagen, warum hast du denn nichts gesagt? Doch, doch, ich hatte ein paar. Ein paar waren da, da habe ich mich auch drüber gefreut. Nicht groß, aber war sehr schön, dass sie da waren. Hast du denn irgendwie ein besonders schönes Messeerlebnis, trotzdem, dass auch die Messe nicht in alter Stärke war, aber irgendwas, was dir einfällt? Ja, eine Followerin war da, die meine Storys auch verfolgt und die hat es auch bei mir in der Story gesehen und die ist, glaube ich, auch extra deswegen gekommen und dann habe ich sie gesehen oder sie hat, sag mal so, sie hat mich gesehen, hat mich angesprochen und ich muss dann immer erst überlegen, weil die Leute kennen mich ja, die sehen mich ja jeden Tag, ne? Aber ich weiß ja nicht, wer da hinter dem Profil steckt. Auf der anderen Seite für mich ist das immer ganz komisch und ich bin dann immer so, oh, das ist aber süß, danke. Ich bin immer so, ich mache immer so einen auf schüchtern. Ich weiß aber nicht, das ist so mein Ding. Ich kann da nicht so, ja, hier, ich bin der Kümer, hi. Nee, so bin ich. Ach, aber das ist doch total sympathisch. Bewahr dir das. Ich glaube, andersrum, es gibt genug, jetzt vielleicht nicht in unserer Branche, aber andere, das stimmt, die da anders drauf sind. Ja. Deshalb. Aber da kann ich also nee, das finde ich aber insgesamt, muss ich sagen, deshalb arbeite ich auch sehr gerne als Messemacherin für die Handarbeitsbranche. Es ist schon eine sehr nette und bunte Branche, oder? Das stimmt. Empfindest du das auch so? Ja, ich denke schon. Ja. Doch. Ich finde schon. Ja, ich versuche gerade nochmal so in mich zu gehen, aber ich denke, sie ist schon sehr bunt. Und man hat ja wirklich von bunten bis, angenehmen Leuten, die wirklich harmonische Sachen machen, ist ja alles, ist wirklich alles vertreten einfach. Und das liebe ich ja. Vielfalt ist einfach das Schönste, was es gibt. Sehr schön. Mein roter Faden. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem kleinen Gespräch. Das ging schnell. Ja, das ist doch gut. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso und den Hörerinnen, dass sie es auch als kurzweilig empfanden. Ich frage zum Schluss immer, hast du einen roten Faden? Also irgendein Motto, irgendwas, was dich durchs Leben trägt? Seit 6 Jahren auf alle Fälle und ich nenne es selbst und ständig. Das ist wirklich so. Ich brauche das mehrmals im Monat, dieses Wort. Weil ich dann immer gesagt habe, ja, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich so, es wird heute, ich muss es ein bisschen umplanen. Und ich liebe es immer, vorzuplanen. Und wenn ich das nicht kann, sage ich immer, Leute, ich bin selbst und ständig und ich muss das jetzt einfach für mich fertig machen, sonst kann ich meinen Tag nicht beenden tatsächlich. Das ist, glaube ich, mein Leitfaden für meine Selbstständigkeit und das, was sich so durch mein Leben zieht, ja. Aber das klingt ja aber nach einem positiven Selbstständig. Ja. Oder ist ja auch was Schönes, wenn man für sich verantwortlich ist und die Entscheidungen selber treffen kann. Da ist ja auch nicht jeder für gemacht. Also, das stimmt. Ne, das muss man ein bisschen auch eine Mentalität für haben. Irgendwie. Meine ersten Jahre waren tatsächlich nicht so einfach für mich, weil man muss es tatsächlich lernen, selbstständig zu sein und auch einen Faden wirklich zu haben und sich früh aus dem Bett quälen, damit man seine 8, 10, 14 Stunden durchziehen kann. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte ein Kind oder ich hätte noch Geschwister oder irgendwas hier zu Hause rumspringen, das hätte nie alles so funktioniert, wie es jetzt läuft. Also das ist wirklich einfach nur krasse, harte
Arbeit gewesen. Mit Höhen und Tiefen. Ja. Ja, also ich hoffe mit mehr Höhen als Tiefen. Also ja, vielen Dank, dass du dir in deinem prallen Arbeitstag heute auch noch hier für uns die Zeit genommen hast. Ich könnte dir jetzt mein neuestes Produkt zeigen, was heute online geht, aber ich weiß nicht, ob die Zuschauer können es natürlich nicht sehen, aber ich zeige es jetzt mal kurz. Ja, zeig mal. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Ich also, er greift jetzt hinter sich und oh nein, wie nett ist das denn? Es soll ein okay, Otter sein. Ein Otter? Ja, mit Pullover. Also es ist Otter mit kleinem Rollkragenpulli fast. So mit einem, ach Gott, da ist er nett, ja. Also genau, vielleicht könntest du davon noch ein, vielleicht mach doch ein Foto von dir und dem Otter und dann das stellen wir das als für unseren Post dann auch gleich dann dazu. Okay, das machen wir. Für Social Media, dann wissen auch alle, über was wir hier gesprochen haben. Okay. Ja, super cool. Kümer, herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Wir sehen uns ja dann spätestens auf der Messe und in deiner Eigenschaft auch als Jurymitglied bei der Bulinale. Und wir hören voneinander. Viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.